Ach ja, Animal Crossing New Horizons und diese wunderschöne Musik, die mich geradezu nostalgisch werden lässt. Ich habe sehr viel Content zu Animal Crossing gebracht und wir haben es alle gefeiert. Das Gründen der eigenen Inseln, das tägliche Gießen der Blumen, das Aufbauen des eigenen Heims und den mehr als geizigen Waschbären Tom Nook. Doch nachdem ich dieses Game über Monate hin gespielt habe, merkte ich irgendwann, dass mir die Motivation fehlte. Man wurde von Leuten, die das Game gespult haben und Leuten, die es nicht spulen wollte, angegangen. Leute haben sich Gegenstände und Objekte einfach gekauft, während andere sie sich hart erarbeitet haben. Und manche Updates machten den ein oder anderen Spieler sehr traurig. Außerdem fand ich das Zusammenspielen mit anderen Leuten, die auf meine Insel kommen sollten, oftmals sehr nervig, denn es hat ewig gedauert und wenn die Verbindung abgebrochen ist, waren alle weg. Zu dieser sehr traurigen Tatsache hat der YouTuber Waswin ein sehr gutes Video gemacht. Und zwar der Hype und Downfall von Animal Crossing New Horizons. Vielleicht wird auch dieses Video euch erklären, warum auch ich als Content-Creatorin irgendwann kein Animal Crossing mehr gebracht habe. Ja, ich glaube, wir lieben alle diese wunderbare Musik und keine Sorge, das wird hier jetzt kein Reaction-Kanal, aber es gibt eine verdammt gute Zusammenfassung von der Hype und Downfall von Animal Crossing New Horizons und die würde ich gerne mit euch anschauen, denn immer wieder bekomme ich Kommentare mit Spiel mal wieder Yandere, ich will wieder Among Us, die Among Us-Zeiten waren geil, mach mal wieder Fortnite, mach mal wieder dies, mach mal wieder Animal Crossing und so weiter. Aber Leute, man muss sagen, Spiele sind ab einem gewissen Punkt irgendwann ausgeschöpft an Ideen. Ihr wisst, ich mache immer gerne kreative Sachen und irgendwann sind Zuschauer übersättigt und man kann nicht immer das Gleiche bringen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses Video hier anschauen, um zu verstehen, warum ich manche Games einfach auch nicht mehr auf diesen Kanälen bringen kann, wenn sie bereits für den Einzelnen von euch vielleicht auch nicht mehr relevant sind und ihr sie auch nicht einmal mehr spielt. Ich bin gespannt, ob wir dem zustimmen, was in dem Video gesagt wird. Spielt ihr noch Animal Crossing oder nicht? Schreibt so gerne in die Kommentare. Aber auch auf diesem GNU-Kanal wird es nächstes Jahr ein paar Änderungen geben, die euch, denke ich, sehr gefallen werden. Deswegen wartet ab, wir gehen einmal rein und schauen uns an, was zu Animal Crossing gesagt wird. Stell dir mal Folgendes vor. Das bist du. Oder das. Oder das. Oder das. Bevor du geboren wirst, kannst du dir aussuchen, wie du aussehen willst. Oh mein Gott, das ist Anakin Skywalker. Das sind deine Freunde. Nein, nicht die, die dahinter. Deine Freunde sind Tiere. Sie können sprechen und sind auch sonst ziemlich menschlich. Das Einzige, was sie unmenschlich macht, ist, dass sie dir nie widersprechen, immer nett zu dir sind und auch sonst ziemlich alles cool finden, was du machst. Das stimmt, deswegen wirkt es immer wie so eine irre Welt und ich muss sagen, das war mein erstes Animal Crossing. Ich habe den ersten Teil gar nicht gespielt, habe den zweiten geliebt, ich habe so viel gespielt, war so süchtig. Ihr wisst ja, was ich alles an Videos gemacht habe, das war schon echt insane. Also es war ein geiles Game. Geldprobleme existieren für dich ebenfalls nicht, da alles, was du in deinem Umfeld findest, zu Geld gemacht werden kann. Dein Lebensinhalt besteht deshalb darin, den ganzen Tag zu angeln, Insekten zu fangen oder einfach am Strand zu liegen und abzuschalten. Ach ja, und du bist außerdem arbeitslos. Aber wofür brauchst du schon einen Job, wenn das Geld wortwörtlich von Bäumen fällt? Dein einziger Vorgesetzter ist ein geiziger Waschbär, der dafür sorgt, dass du eine Bleibe hast. Du bekommst dein erstes Haus quasi geschenkt und für weitere Upgrades hast du eine endlose, zinsfreie Frist zum Abbezahlen. Also ziemlich entspannt. Soll er ein Waschbär sein? Die Nase macht es so unwaschbärmäßig, finde ich. Und die Ohren auch. Er sieht irgendwie eher aus wie so eine Fusion aus Waschbär und Bär. Deine Grundbedürfnisse stehen auch nicht mehr im Vordergrund. Du isst nur, wenn du mal einen Baum ausgraben willst. Und du gehst nur auf Klo, wenn du mal keinen Baum ausgraben willst. Für viele hört sich das wie das perfekte Leben an. Und in Animal Crossing New Horizons sollte diese Vorstellung verwirklicht werden. Ja, aber ich muss sagen, was mir immer gefehlt hat irgendwann, war wirklich dieses: Man hat eine Küche und ich wollte gern mit der Küche interagieren. Und zwar nicht nur, dass dann irgendwie der Kaffee rausläuft, sondern auch, dass mein Charakter diesen Kaffee zu sich nimmt. Das haben sie ja dann später gemacht, dass man auch kochen konnte, die Sachen dann essen konnte. Aber zum Beispiel auch ein Haustier zu haben oder dass es so ein bisschen mehr in das Sims-mäßige geht. Wahrscheinlich wäre es dann kein Animal Crossing mehr gewesen. Aber das hätte ich trotzdem sehr spannend gefunden, wenn es in die Richtung noch gegangen wäre. Aber was mich am meisten gestört hat an dem Game, war einfach der Baumodus. Nach dem Moment, wo ich gesehen habe, was ihr für geile Inseln habt und wie langsam und mühsam man alles wieder abbauen muss und das irgendwie nicht schneller ging, was ich finde, was Disney Dreamlight Valley sehr gut gemacht hat, war es für mich einfach zu mühsam. Doch woher kam der extreme Hype und wie kam es letztendlich zum Downfall? Machen wir eine kleine Zeitreise.
Wir befinden uns im Jahre 2018. Draußen wirst du noch komisch angeguckt, wenn du eine Maske trägst, und New Horizons wird erstmalig nach einem kleinen Troll an die seit 2013 wartenden Fans angekündigt. Geil. 2019 soll es also erscheinen. Wann genau? Keine Ahnung. Reisen wir ins Jahr 2019. Okay, scheinbar nichts passiert. Animal Crossing ist noch nicht da. Nintendo will sicherstellen, dass die Entwickler sich nicht zu sehr stressen und trotzdem eine gute Work-Life-Balance haben. Total verständlich. Außerdem wollte Nintendo kein halbfertiges Spiel rausbringen. Dieses Argument ist ein bisschen schlecht gealtert, aber dazu später mehr. Der Hype wurde durch die Verzögerung jedoch nur umso größer. Und die Fanbase ist wortwörtlich explodiert, als dann der 20.03.2020 als offizieller Release-Termin vorgestellt wurde. In der Zwischenzeit hat auch Nintendo keine halben Sachen gemacht. Es tauchten immer wieder neue Trailer, Gameplays und Merchandise-Artikel auf. Ich erinnere mich noch an die Nintendo Switch in der Animal Crossing New Horizons Edition. Ja, so schön. Wer hat die von euch? Bestimmt einige. Ich habe einige auf der Gamescom gesehen, die wollten die unterschrieben haben von mir. 1, 2, 3, meins. Jeder wollte die irgendwie haben und die war vor Release schon überall ausverkauft. Springen wir aber jetzt erstmal in den 20.03.2020. Ja, Corona, Leute. Heute ist es also soweit. Die Straßen im echten Leben wirken wie leergefegt. Keine Menschenseele in Sicht. Alle sitzen zu Hause und spielen. Warte mal, wer bist du? Und warum trägst du eine Maske? Ich setze den Satz nicht fort. Ja, das war wirklich was, wo ich sagen muss, Corona war für alle, die im Online-Bereich gearbeitet haben, es hat sich immer so dumm aus, so was Schlechten, was Positives zu ziehen, aber es war ein Vorteil für uns, da halt viel mehr Leute YouTube konsumiert haben. Dann gab es eben so Banger wie Among Us, das heißt, Bubbles, die nie was miteinander zu tun hatten, YouTuber, die nie was miteinander zu tun hatten, haben auf einmal miteinander aufgenommen. Ich habe auf einmal Rezo und Julian kennengelernt. Ich habe Unge kennengelernt. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Ich habe mit Henno und Kalle und Sterzig und Papo so viel aufgenommen und gemacht. Dann gab es noch Gartic Phone, wo du wieder neue Leute drin hattest. Also es gab nach Among Us, glaube ich, kein Game mehr, was dafür gesorgt hat, dass so viele verschiedene Menschen aus verschiedenen YouTube-Bubbles oder Creator-Bubbles miteinander gezockt haben. Und das war geil. Und zu der Zeit kam dann auch noch Animal Crossing raus. Also es kamen so viele Games raus. Und ich finde, jetzt, wo Corona vorbei ist, merken wir die Nachwehen, weil in der Corona-Zeit natürlich Spiele nicht so programmiert und entwickelt werden konnten, wie wenn es kein Corona gegeben hätte. Und deswegen kommen gerade auch viel nicht raus oder war jetzt die letzten ein, zwei Jahre mau, aber das wird jetzt auch besser werden. Ich habe mich rausgeschlichen, um Animal Crossing zu kaufen. Oh nein, ich wurde erwischt. Haha. Stimmt, da war ja was. Die sowieso schon von der Außenwelt isolierte Gesellschaft saß also nun zu Hause und vergaß jegliche Sorgen. Dass eine Pandemie und der damit verbundene Lockdown massiv zum Hype und Erfolg des Spiels beigetragen hat, muss ich wohl nicht erwähnen. Und während die Nicht-Fans immer noch Klopapier am Farm waren, zogen die Fans heute auf ihrer neuen Insel ein. Irgendwie hat das Spiel genau in dieser Zeit jegliche Generation angesprochen. Ja. Es gab die Kinder, die sowieso jedes bunte Spiel spielen würden, die Gen Zs, bei denen Langeweile und Nostalgie Grund genug für einen Kauf waren, und diese eine Oma, die nach einer viralen Inseltour auf dem 3DS mit dem Unboxing zur Limited Edition Switch glänzen konnte. So süß, das habe ich auch gesehen. Ziemlich cool. Und schon am Release-Tag wurde klar, dass Animal Crossing schon längst keine langweilige Lebenssimulation mehr war. Es begann in der Community relativ schnell ein interner Wettstreit. Jeder wollte bessere Bewohner, bessere Items und die schönste Insel haben. Auf YouTube wurden vermehrt Inseltouren hochgeladen, in denen Spielern ihre kreativ gestalteten Inseln vorstellten. Das ist meine Insel. Ja, und ihr hattet teilweise so schöne Inseln. Auch hier haben wir so viel Content zugemacht, das könnt ihr hier sehen. So schöne Inseln. Und es gab dann auch irgendwann diesen Traumcode, wo du auf verschiedene Inseln gehen konntest. Also es gab auch immer wieder Updates, die so ein bisschen Hoffnung gemacht haben auf mehr. Aber ich glaube, das Schwierigste ist wirklich über Jahre eine Community dran zu halten, Spiele zu spielen. Es wurden außerdem Discord-Server erstellt, um Items untereinander zu tauschen. Ja, aber wie kam man an Tag 1 schon an wertvolle Gegenstände und eine nahezu perfekte Insel? Die Musik ist so geil, das ist von Zelda, ich lieb's. Ich war ein Vorspuler und es hat schon viele Leute genervt und das glaubt mir bis heute keiner. In Australien habe ich meine Insel aufgemacht und da kam einer auf meine Insel, der hat mir einfach alles geschickt. Es war sogar ein Livestream, glaube ich. Da war ich ein Livestream. Und der kam in meinen Livestream rein, der tatsächlich auch in Australien gelebt damals. Der kam rein und hat mir unendlich viele Items gedroppt und wir waren so, what the f***. Also ich glaube, der war 2-3 Stunden auf meiner Insel, hat alles gedroppt und dann war ich angefixt, muss ich leider sagen. Dafür müssen wir einen Exkurs zu einem uralten Krieg zweier Fraktionen in der Animal Crossing Community machen. Den Krieg zwischen den Spulern und den Nicht-Spulern. Jetzt was warst du, Spuler oder Nicht-Spuler? Ich war Spuler. Fragt ihr euch wahrscheinlich, wo der Unterschied liegt. Nun,
Während die Nichtspuler am 20.03.2020 ihren 20.03.2020 in New Horizons verbrachten, bauten die Spuler bereits Schneemänner. Während die Nichtspuler noch ihr Zelt einrichteten, lebten die Spuler schon in Villen. Und während die Nichtspuler noch aus Holz Holz machten, hatten die Spuler bereits ein goldenes Arsenal an Werkzeug. Also, falls ihr es noch nicht verstanden habt und nie eine Switch oder Animal Crossing gespielt habt, Spuler haben einfach das Datum auf der Switch geändert und damit auch das Ingame-Datum für Animal Crossing. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Bereits in den ersten Wochen nach Release häuften sich auf YouTube unzählige Inseltouren und Guides an. Alte Wunden wurden wieder aufgerissen und der Hass zwischen beider Fraktionen war so stark wie nie zuvor. Nichtspuler war der Meinung, dass Spulen eine Art Cheaten ist. Und ich meine, irgendwo kann ich es verstehen, jedoch spielten letztendlich beide dasselbe Spiel. Ja, doch das hatten die Parteien wohl im Eifer des Release-Gefechts vergessen. Ja, das ist bei gewissen Games ist es ganz schlimm, weswegen ich gewisse Spiele auch gar nicht spielen will, weil mir dann teilweise Teile der Community so toxisch ist. In Animal Crossing habe ich das jetzt noch nicht so erlebt. Da waren immer alle so, hey, spiel wie du willst. Aber es gibt auch Games, wo du teilweise dafür fertig gemacht wirst, weil du so und so spielst und nicht so spielst, wie sich die Person gewünscht hat und ja keine Ahnung hast und du bist ja so dumm. Nach einigen Wochen platzten dann jegliche Discord-Server. Es war inzwischen egal, ob Spuler oder Nicht-Spuler, denn es gab Items und Bewohner, die einfach jeder besitzen wollte, bei denen es aber nicht geholfen hat zu spulen. Eine neue Lösung musste her. Und so erschuf Daniel Lu am 9. April 2020, knapp einen Monat nach Release, einen Markt, der alles verändern sollte. Nookazone. Ja. Oder Nookazone oder... ich weiß nicht, einfach Tom Nook plus Amazon. Wie der Name es schon erahnen lässt, handelt es sich hierbei um Amazon für Animal Crossing. Es gab nichts, was dort nicht angeboten wurde. Egal ob Items, Blumen, Werkzeuge oder auch Dienstleistungen wie Unkrautrupfen oder Blumen ausgraben. All das konnte dir gehören, wenn du den richtigen Preis zahlst. Aber was kann man nicht einfach so kaufen? Richtig, deine Mitbewohner. Also nicht ganz, die kannst du auch... Witzig. Also mit den Mitbewohnern habe ich nie verstanden. Ich weiß, da gab es von euch so ein paar Antis, die wollten dann nur die süßesten Mitbewohner überhaupt und haben die hässlichen verbannt. Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Ich weiß aber noch in den Kommentaren, dass sich einige sehr über den hier aufgeregt haben. Und das finde ich eine Unverschämtheit, weil das war mein Charakter wie ein Gnu. Und viele haben gesagt, ich soll den rausschmeißen, weil er eine eklige Stimme hat. Ihr schwört um Verkaufen, aber bezahlt wird mit Nookmine-Tickets. Ich biete hier dieses etwas für ein Nookmine-Ticket an. Nookmine-Tickets waren so die höchste Währung in New Horizons. Sie waren so der Bitcoin unter den kreuzenden Tieren. Aber was genau waren diese Tickets eigentlich? Nun, im Vergleich zu allen anderen tauschbaren Gegenständen musste man für Nookmine wirklich etwas tun. Ein bisschen hin und her spulen hat da nicht gereicht. Man musste tägliche Aufgaben erledigen und Nookmine sammeln, um diese dann letztendlich zu einem Nookmine-Ticket einzutauschen. Da hatte ich auch so viele von geschenkt bekommen. Habe ich dann euch auch ein bisschen gedealt, das weiß ich noch. Im Verhältnis zum Zeitaufwand war das Ticket dann immer noch sehr teuer, allerdings hatte es auch eine Funktion. Man konnte auf eine Insel fliegen, auf der dann ein random Bewohner gespawnt ist und diesen dann praktisch zu sich holen. Hi. Dieser Bewohner hatte dann ebenfalls einen Wert, wobei es in der Community so eine Top 10 von Bewohnern gab, die irgendwie jeder haben wollte. Einen Bewohner aus dieser Liste zu haben, hatte ich dann komplett reich gemacht und unabhängig von Nookmine-Tickets hättest du für beispielsweise Huschke alles verlangen können und ich versichere dir, jemand hätte alles gezahlt. Das ist ja verrückt, wart ihr da drin? Das war mir nicht bewusst. Also ich hatte immer diese Ziege, die jeder haben wollte. Aber ich hoffe, er sagt auch noch, welche Bewohner das waren, sonst schreibt es mir mal in die Kommentare. In einem war das Thema rund um die Bewohner der perfekte Einstieg in den Handelsmarkt. Viele Kids verstehen jetzt sicherlich mehr von Angebot und Nachfrage und dass die Nachfrage einen gewissen Preis relativiert. Andere sind jetzt vermutlich aber auch einfach glücksspielsüchtig. Ich habe gewonnen. Für einige Spieler waren aber diese extrem wertvollen Nookmine-Tickets nicht genug. I want more. Sie wollten auch außerhalb der Animal Crossing-Welt vom Ziel, alles zu besitzen, profitieren. And I know I shouldn't. What could you give me? Everything. Weshalb kurz darauf auf eBay sämtliche Shops auftauchten, die jegliche Handelsgegenstände in Animal Crossing für Echtgeld anbieteten. Ja. Irgendwie wack, oder? Ich bin Undercover Cop. Aha. Aber so war es eben und man konnte nichts dagegen unternehmen. Ja, und es gab ja auch viele, die haben irgendwie, die konnten sich das ercheaten. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber sie haben es hinbekommen und dadurch konnten sie das dann natürlich dann auch gut verkaufen, ne? Glaube ich, damals dann keinen Aufwand mehr. Die verkauften Artikel, wie beispielsweise Nookmine-Tickets, wurden natürlich über gehackte Konsolen generiert, weshalb für in Anführungszeichen wenig Echtgeld viel Wohlstand in Animal Crossing gekauft werden konnte. Es war wie ein Schwarzmarkt, der aber auch nach kurzer Zeit auf Nookazone zu spüren war. Ein Bewohner, der damals für 50 Nookmine-Tickets verkauft wurde, kostete nun auf einmal 900 oder noch mehr. What? Konnte sich natürlich niemand leisten, der nochmal spielte, aber auch in jedem anderen Gebiet stiegen die Preise massiv an. Die Cheater haben also so gesehen die ganzen Preise in den ganzen Portalen künstlich verfälscht. Und ich führe das Ganze an, weil es letztendlich zum Downfall beigetragen hat, aber da komme ich später nochmal zu.
Die Community hat also zum jetzigen Zeitpunkt, etwa einen Monat nach Release, schon so ziemlich alles gesehen, was es zu sehen gibt. Der Hype war allerdings keineswegs vorbei. So langsam fing die Community auch an, die Vollständigkeit des Spiels zu hinterfragen. Es wurde relativ schnell klar, dass viele Funktionen aus alten Animal Crossing-Teilen fehlten. Und so antwortete Nintendo mit Updates, die genau diese wiederbringen würden. Genau, so gerade es mit dem Tauchen, mit dem Teppich. Dann gab es diese Insel, wo du dann auch Möbel dir selber designen konntest. Also es waren schon echt coole Updates. Wo ich nicht so happy war wie mit dem Schwimmen-Update, das war mir ein bisschen zu wenig, falls ihr euch erinnert. Aber alles andere fand ich waren coole Updates, auch das mit dieser Insel, die du machen konntest. Das erste Update vom 21.04.2020 brachte simple Dinge wie Büsche zurück. Nichts Besonderes, oder? Oh doch, für Animal Crossing-Spieler machten sich damit komplett neue Türen in Bezug auf die Inselgestaltung auf. Süß. Die Büsche waren allgemein sehr gefragt in der Community. Die Büsche waren sehr gefragt an dieses Meme, wie geil ist das denn? Und deshalb war der Hype durch das Update umso größer. Neben den Büschen lieferte das Update auch ein Museums-Upgrade und es konnte jetzt zusätzlich Kunst gestiftet werden. Ziemlich cool, aber so gesehen nichts Neues, da selbst New Leaf auf dem 3DS all das schon ohne Update beinhaltete. Als nächstes folgte am 3. Juli 2020 die erste Welle des Sommer-Updates. Ich geh schwimmen. Hier bekamen die Spieler dann 3 Monate nach Release erstmalig die Chance, die Gewässer rund um die Insel zu erkunden und ja, mehr nennenswerte Neuerungen gab es jetzt nicht wirklich. Genau, das war auch ein Update, wo ich sag, cool, aber Igitt, eine Alge. Die zweite Welle des Sommer-Updates folgte dann am 30. Juli 2020. Nun konnte man auch am Wochenende Feuerwerke genießen und nachts von anderen Inseln schlummern. 2 Funktionen, die die 3DS-Version auch von Grund auf dabei hatte. Ach so, das wusste ich gar nicht. Das Schlummern funktionierte jedoch fast genau wie auf dem 3DS. Diese Schlummerfrau hatte zwar keinen eigenen Laden mehr, aber dafür ist sie aufgetaucht, wenn der Spieler sich ins Bett gelegt hat. Ziemlich cool. Danach kamen noch viele kleine Updates, die aber letztendlich nichts wirklich verändert haben. Am 30. September erschien dann beispielsweise ein Halloween-Update, was lediglich ein paar neue Items und Events mit sich brachte. Es gab dann noch ein Winter-Update am 19. November, ein Frühlings-Update am 28. Januar und ein Super Mario-Update am 25. Februar 2021. Und jetzt war es soweit. Knapp 1,5 Jahre nach Release sollte es erscheinen. Update 2.0. Die Erwartungen in der Community waren riesig, denn es gab immer noch offene Baustellen. Alle warteten auf weitere Laden-Upgrades, da bis zum jetzigen Zeitpunkt Stufe 2 die höchste war. Die Theorien wurden immer kurioser und das ist nicht ohne Grund. Bin mal gespannt, wie viel von euch Animal Crossing heute noch spielen oder wenn ihr es nicht mehr spielt, auf welche Spiele seid ihr umgestiegen und welche Spiele suchtet ihr extrem lang? Also ich glaube, da wird Disney Dreamlight Valley dabei sein. Fae Farm gibt es mit der Hexe, das ich auch schon gespielt habe. Es gibt natürlich wie immer noch Stardew Valley. Was gibt es noch? Es gibt so viel, was rauskam. Auch so viele Games, die ich eigentlich noch spielen wollte, nur ich habe die Zeit nicht, wo ich mich richtig drin verloren habe. Also ich bin sehr gespannt. Disney Dreamlight Valley hat übrigens auch bei den Updates, spiele ich auch weiter. Denn in jedem alten Teil der Serie war der anfängliche Schuppen von Lepp und Schlepp am Ende ein gigantisches Kaufhaus. Jetzt gebe ich meinen Gewinn aus. Oh, ein Schneemann. Dann kam es also am 4. November 2021 raus und ja, vom Laden-Upgrade keine Spur. Dafür hatten die Spieler aber wieder einen Café, wie in jedem Teil zuvor. Genau, das habe ich auch gehört, dass es vielen zu wenig war, das Café, wo man halt einen Kaffee trinken kann. Ja. Und es gab wieder Geruiden, wie in jedem Teil zuvor. Dafür gab es jetzt aber Yoga, obwohl, warte mal, das gab es schon vor 20 Jahren. Die einzige richtige Neuerung war es, dass man jetzt kochen konnte und für, ich glaube, 20 Euro das Happy Home Paradise DLC kaufen konnte. Cool, jetzt habe ich es 7-mal. Hier muss ich allerdings sagen, dass das auch schon mal gab, es aber in New Horizons viel besser integriert ist als in vergangenen Teilen. Danach folgten keine nennenswerten Updates mehr und der Spaß am Spiel nahm für viele ein Ende. Aber wie konnte es soweit kommen? Wieso hat ein so gehyptes Spiel so sehr an Interesse verloren, während es doch immer wieder Updates gab? Aber gab es nicht auch das Update mit den Möbeln und den Teppichen und allen, wo die alle auf einer Insel waren mit Harvey? Das fand ich eigentlich gutes Update mit Harvey. Aber gut, ich habe wahrscheinlich auch nicht so viel Ansprüche, weil ich den ersten Teil nicht gespielt habe, damit schon happy war. Und ich fand es mit den Islands auch ganz cool. Aber was ich mir eigentlich immer gewünscht habe, war neben den Interaktionen mit vielleicht Haustieren und mehr ein bisschen mehr wie Sims die Bedürfnisse erfüllen, war tatsächlich, dass ich die Option habe, mit meinen Freunden zusammen eine Insel zu bauen. Dass es möglich wäre, dass ich sage, hey, ich lade 5 Leute aus meiner Community ein, wir bauen jetzt zusammen, ihr könnt jederzeit auf die Insel und jeder spielt und baut da weiter. Das wäre was gewesen, was für mich auch noch content-wise so spannend gewesen wäre. Widmen wir uns also nun dem Downfall, welcher komplexer ist, als ich anfangs gedacht habe. Ich habe die vorhin angeführten Themen nicht ohne Grund so ausführlich angeführt. Alle 3 Oberthemen sind letztendlich der Grund für sowohl Hype als auch Downfall. Ja, zwar Nintendo, Corona und dieses Nukason, dieses Amazon für Animal Crossing-Artikel. Die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass, wie zuvor erwähnt, viele Menschen sich nach einem Ausgleich zum langweiligen Leben in der Pandemie gesehnt haben. Animal Crossing war das perfekte Pflaster auf der Wunde, doch oh, Corona ist vorbei. Wozu braucht man ein Pflaster, wenn die Wunde geheilt ist? Ziemlich poetisch, oder? Das habe ich mir gerade
ausgedacht und ich war selbst überrascht. Mit der Resozialisierung nach Corona und der Lockerung der Maßnahmen verschwand in den Menschen auch die Sehnsucht nach einer fiktiven Welt, in der sie alle Alltagssorgen ausblenden können. Für viele war Animal Crossing dadurch kein Ausgleich mehr, sondern vielmehr eine Art Stress, weil sie nicht mehr vorankamen und sich eine viel zu hohe Messlatte für ihre Gestaltung gesetzt hatten. Das Spiel hat auf Dauer viel zu viel Zeit in Anspruch genommen, die vielleicht in der Corona-Krise da war, jetzt aber nicht mehr. Außerdem ist das Internet mit der größte Grund für den Downfall. Die Motivation, alles zu besitzen, ist zwar gut, sie wird aber hinfällig, wenn man mit ein paar Klicks alles besitzen kann. Ja, das stimmt. So, das eigentliche Konzept des Spiels ist damit kaputt gegangen. Also beziehungsweise das Konzept des Spielprinzips war für mich dann irgendwann auch, als ich schon, ich glaube, 100 Stunden investiert habe, dann auch irgendwann zu langsam. Also wie gesagt, ich fand dieses immer wieder auf der Hauptinsel, nicht mal zu Hause. Zu Hause, finde ich, ging das Bauen, weil da ging es schneller. Aber dass du auf der Hauptinsel nicht das Menü hast, was du in einem Haus hattest zum Bauen, das fand ich irgendwie sehr, sehr mühsam, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, erzählt mir das gerne. Aber das war was, was mich dann irgendwann genervt hat, weil ich dann nochmal meine Insel neu machen wollte. Ich wollte nicht neu anfangen und immer wieder jedes einzelne Beet erstmal die Blumen wegmachen, dann wieder mit einer Schaufel zumachen. Das Terraforming, das war einfach alles übel lang. Mit Seiten wie Nookazone wurde den Spielern viel vom Spiel genommen. Und ja, auch wenn jeder Spieler für sich selbst entscheidet, kann ich euch garantieren, dass der Spieler, der nach vielen Stunden seinen Lieblingsbewohner auf einer Insel findet, mehr Freude empfindet, als der Spieler, der sich für ein paar Nookmalen-Tickets kauft. Definitiv, weil die Leute spielen bestimmt auch schon alle nicht mehr oder viele davon spielen nicht mehr. Allgemein ist durch die ganzen kommerziellen Shops die Motivation, etwas selbst zu tun, stark gesunken, weil alles so greifbar war. Ja, ist halt nichts Besonderes mehr dann. Zu guter Letzt müssen wir uns auch noch die Fakten seitens Nintendo anschauen. Und da wird relativ schnell klar, dass die anfangs erwähnte Release-Verzögerung aufgrund davon, dass sie kein halbfertiges Spiel rausbringen wollen, ruhig noch etwas länger anhalten hätte können. Ich meine, ich bin mit euch eben die Updates durchgegangen und ich habe selbst beim Recherchieren gemerkt, wie extrem unfertig das Spiel eigentlich auf den Markt kam. Mit dem letzten Update hatten die Spieler eigentlich die Version, die zum Release hätte erscheinen sollen. Alle weiteren Updates wären dann zwingend neuer Content gewesen und hätten die Spieler mit Sicherheit auch happy gemacht. Schlussendlich kann man sagen, dass New Horizons echt Potenzial hatte und es auch ein echt super, super gutes Spiel war. Ich möchte definitiv, ja, dass sie gar nicht so trash-talken oder so. Es war ja ein cooles Spiel und wir hatten eine gute Zeit, nur eben nicht langfristig. Es fehlten einfach Neuerungen und ein besseres Konzept, um diese Neuerung auch sinnvoll auf Langzeit zu nutzen. Ich habe alles verloren. Ja, aber das ist genau das. Das Schwere ist ja, nicht nur ein Game zu entwickeln, wie mit allem, nach dem Hype kommt ein Downfall und sich nach dem Downfall zu integrieren. Das gilt auch für YouTube und YouTuber. Wenn ihr überlegt, ich habe damals Fortnite gemacht, dann gab es einen kleinen Absacker und dann muss man wieder hochkommen und sich integrieren und das ist das Anstrengende. Und das ist bei vielen Games so, also auch zum Beispiel Spiele wie Dead by Daylight, die sich sehr lange halten und von vielen Leuten gespielt haben, das ist eben schwer. Und ich glaube, dass halt Animal Crossing sich immer treu bleiben wollte und hätten sie jetzt zu viele Updates gebracht, die zum Beispiel das, was ich angesprochen habe, gerade dass man mehr in die Sims-Richtung geht, hinzugefügt, wäre es vielleicht nicht mehr Animal Crossing gewesen. Was ich aber toll gefunden hätte, wäre, wie gesagt, irgendwie das mit den Online-Servern besser hinzubekommen und die Möglichkeit, mit Freunden eine Insel zu bauen und ein bisschen das Baumenü ein bisschen schneller zu machen oder so eine Art Sandkastenmodus anzubieten. Dann hätte man nämlich mit einem Sandkastenmodus nicht mehr das Problem gehabt, dass Leute so viel rumdealen und hätte vielleicht dieses Nookazone zerstören können. Aber schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Spielt ihr Animal Crossing noch? Spielt ihr es nicht mehr? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Beides eine interessante Frage. Und wie seht ihr die Punkte in dem Video? Sehr, sehr gutes Video. Checkt ihn auf jeden Fall unten in der Beschreibung ab. Hat mir sehr gut gefallen. Lasst Liebe da. Und wir sehen uns wieder zu weiteren Gaming-Content. Und ich freue mich sehr und bin gespannt auf eure Meinung. Ey, yo, Gnu, oh, oh, du tust dir jedem